Servus Community, wir sind wieder der Grand Brothers und heute endlich mal wieder ein neues Video von uns und ja, es geht nach Köln auf die Gamescom. Genau, und das ist unser erster Vlog und es geht los. Also wir haben uns auf jeden Fall hier ein schönes Auto erstmal, soll man sagen, ausgeliehen. Ja, ausgeliehen auf jeden Fall die Fahrt dahin, schicker Mercedes. Und ja, wir sind vier Leute auf jeden Fall, die durchstarten. Wir beide sind auf der Gamescom. Und ja, und unsere beiden Freundinnen sind unterwegs in Köln, machen da was. Jo, wir sind eigentlich ein richtig schickes Hotel, gell? Können wir auch schon sagen. Wir haben unser Hotel jetzt gesehen und wir haben uns auch alle Karten, also wir haben auf jeden Fall schon mal die Karten bekommen. Wir dachten zwischendurch, dass wir die nicht mehr bestellen können, weil es gab zwischendurch, waren die heute ausverkauft im Internet. Wir haben sie beim Saturn natürlich noch, wie sie gehört, bekommen. Und er wird ja morgen 18 und genau, dann morgen starten wir komplett richtig. Also morgen gibt es auch noch vielleicht einen kurzen Vlog mit zum anderen Thema. Also das kommt dann später noch. Das ist dann so ein Thema, sagen, wie er seinen ersten 18 Geburtstag feiert. Ja. Er dann nur, wird er nur einmal im Leben 18. Genau, und das wird mega krass. Ihr könnt euch schon mal freuen. Zeigen wir euch noch kurz, was wir erstmal so eingepackt haben. Zeigen wir uns mal ganz kurz ein bisschen was am Auto, wie das Auto so aussieht. Genau. Und hier ein kurzer Cut und bis gleich. Ciao. So, also, ja, wir haben uns hier einen kleinen Van gemietet. Ja, den haben wir ausgeliehen von guten Bekannten. Das ist eigentlich echt genau. Easy. Und ja, hier, weil wir brauchen ja etwas Größeres, weil wir sind ja vier Personen. Jo, und wir müssen auch ein bisschen mit ein bisschen Luxus kann man auffahren, damit wir vergessen, sowas manchmal. Genau, jetzt zeigen wir euch kurz mal, was hinten alles drin ist. Das ist erstmal hinten echt geil, wir haben so zwei Türen zum Aufmachen, ist schon sneaky. Also, wir haben hier erstmal hier ein paar Schuhe drin, was weiß ich. Einmal hier meine Klamotten, die von deiner Freundin. Das sind meine Freunde. Meine sind noch oben im Zimmer. Ach, sind oben, ja, okay. Und dann haben wir erstmal so Schicksack Wasser reingezahlt, was auch immer. Genau, und dann zeigen wir kurz hier mal. Okay. Genau, das ist meine Kameratasche. Also hier ist die Kameratasche, zeigen wir auch mal kurz, was wir so mitnehmen. Jo, wir können schon zeigen, was wir haben. Also. So, im Hintergrund habt ihr gerade unseren Dad gehört, mit dem der Hund spazieren geht. Also dabei habe ich erstmal natürlich, hier seht ihr sie, Kamera, das ist meine Canon, meine D1300. Ja, das ist eine EOS 1300D, das ist eigentlich ein richtig gutes, also ich sag mal, das ist ein Einsteigermodell, das ist echt nicht schlecht. Und hier habe ich noch, das ist ein bisschen besser, das ist ein Objektiv, das ist ein Tamron-Objektiv von 70 bis 300 mm. Das macht echt geil, tust du einfach rein. Hier, tust du rein. Da kannst du reintun. Hier habe ich noch ein paar Kabel drinnen. Ich habe natürlich auch noch mal ein paar Speicherkarten dabei. 32 GB und nochmal 64 habe ich natürlich am Start. Und da habe ich einmal dieses Objektiv hier noch dabei. Könnt ihr ganz gut sehen. Das genau, ist das und ja, wo wir. Ja. Da haben wir noch zwei krasse Handys dabei, die auch 4K filmen können und was weiß ich. Ja, wir haben natürlich einmal das Sony Xperia XZS dabei und dann noch das Sony Xperia XA1, das neue XA1. Das hat meine Freundin, das kann 4K aufnehmen, kein Problem. Und deine Freundin auch noch ein Samsung Galaxy. Oh, stimmt, ja, okay, das ist das neueste Samsung, haben wir auch noch am Start. Und ja, also eigentlich haben wir überhaupt keine Probleme, weil wir haben wirklich alles, was man braucht. Wir konnten jetzt noch keine Dinge Legre oder so besorgen, weil wir so schnell nicht so viel Zeit haben. Ja, deswegen kamen auch keine Videos zur Zeit. Ja, und weil unser Kanal ist ein bisschen down gegangen, auch wenn es echt ein bisschen assig ist, ich tue jetzt nochmal hier ein Objektiv drauf. Genau, aber auf jeden Fall kommen jetzt halt in einer Woche kommen gleich, keine Ahnung, 3-4 Videos. Also wir bringen jeden Tag einen Vlog von der Gamescom, ob es mit dem Handy gefilmt oder mit der Kamera oder sonst irgendwie gefilmt. Seid nicht sauer, dass die Auflösung nicht immer 100% super ist. Wir geben da schon unser Bestes eigentlich, das ist ganz ehrlich, wir geben wirklich unser Bestes. Und wir schneiden die Videos im Hotelzimmer, wir haben im Hotel Internet, wir haben im Hotel alles, was noch geil ist. Wir haben im Hotel unsere PCs dabei. Also genau, wir haben unsere PCs dabei. Ich habe meine Pro dabei, er hat seine Slim dabei und wir haben erstmal gemütlich jeden Abend nach der Gamescom noch eine Stunde oder zwei gezockt. Vielleicht streamt er auch noch. So. Er kann auch streamen. Könnten sogar vielleicht streamen, wenn ihr Bock habt. Also, genau, also. Und wenn ihr dieses Video gesehen habt, dann sind wir wahrscheinlich schon. Ja, eigentlich schon on the route, oder? Genau, als nächstes kommt wahrscheinlich der Roomtour von unserem Hotelzimmer. Wir haben getrennte Hotelzimmer, wir zeigen euch auf jeden Fall beide Hotelzimmer, die ihr beide mal gesehen habt, weil wir haben unterschiedlich, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, wir haben irgendwas gebucht einfach, was auch scheinbar teuer, wir dürfen nicht vergessen, unser Hotel zusammen. Mit unseren Girlies, 1500 Euro ist schon auf jeden Fall eine Stange Geld, nur um ein bisschen Köln abzuhängen. Aber wir sind auf jeden Fall nah in Köln, oder? Wir sind Kölner Dom, wir sind eigentlich echt schon nah am Kölner Dom, ich werde jetzt nicht genau das Hotel sagen, weil ich habe da gibt es so ein paar Sachen, die wollen wir nicht. Ja, nicht so, weil auch weil ich die paar Anstalten jetzt nicht wollen vom Hotel, deswegen sagen wir mal nichts. Ja, okay. Also auf jeden Fall sagen, es ist ein schönes, schickes Hotel. Ja, das war echt mal wieder ein Video von uns und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das ist wahrscheinlich heute, laden wir schon hoch, heute ist Montag. Morgen kommt auch ein heute Vlog, also Dienstag. Ah ja, ich könnte Dienstag wieder schaffen, dann Roomtour. Genau, vielleicht kommen 4-5 Tage hintereinander, jeden Tag ein Video, wer weiß. Jo. Und ja, man sieht sich. Bleibt absolut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.